herzlich willkommen zurück zu Outlast. Und in der letzten Folge hat es uns ja richtig geflasht. Also ich muss schon sagen, also das Spiel ist echt übelste Kanone. Und ja, wie gesagt, das Spiel ist echt übelste Kanone. Also nach dem ersten letzten Schock, wo der mir jetzt mal zwei Finger abgeschnitten hat, bin ich jetzt erst einmal weiter. So. Also, ich möchte noch mal wiederum dazu sagen, wenn ich jetzt schon mal hier alleine bin und keinen Stress habe. Also ich kenne dieses Spiel nicht. Ich habe das weder bei irgendjemand anders danach geguckt oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, was ich machen muss oder sonst irgendwie. Fakt ist, ich muss hier raus. Perfectly understand. I'm here for you. I'll give you meine ganze Aufmerksamkeit. Very special attention. Ey, was geht mit dem Doktor ab? Ey, der ist doch total krank, der Mann. Der ist doch echt total krank, der Alte. Ich hab gerade irgendwas geschrieben, sehe ich gerade. Zurück. Sollte ich vielleicht erstmal lesen. Dr. Rick Traeger. Draga, dieser verrückte Scheißkerl hat mir die Finger abgeschnitten. Er hat dutzende Patienten gefoltert und zerfleischt. Ich sehe, wie er noch jemanden ermordet, kann nichts dagegen tun. Spricht wie ein trotteliger Angestellter von der Wirtschaftsschule. Hat wahrscheinlich Golfschläger im Kofferraum seines Audis. Ich verwette meine restlichen Finger, dass er ein hohes Tier bei Murkoff war, bevor ihn das, was diesen Ort infizierte, verändert hat. Ich will weg hier. Ich will meine verdammten Finger zurückhaben. Ich will sehen, wie Trager stirbt. Na super. Fuck! Fuck, really? You aren't gonna walk on me! If there's one thing I cannot goddamn stand, it's the queer! Come on! Der Kerl da hinten ist jetzt nur sowas von im Arsch. Alright. Oh, er kommt schon wieder. Alright, you can figure this out. Well, let's solve some problems. Hey, hau bloß ab, du Arschloch. Hau bloß ab, du Arschloch. Junge. Ja, schnipp, schnipp. Oh Gott, was für ein krankes Schwein. Was für ein verdammt krankes Schwein. So, ich warte jetzt, wo bis der mal abhaut. Also, so viel ich weiß, da hinten ist ja die Tür, genau hier. Aber der ist noch nicht aus der Tür raus, also habe ich zumindest nicht gesehen. Super! Ich hab gedacht, er wäre aus der Tür raus. So eine Scheiße, so eine verdammte. Wird mir schlecht, ey. Das Spiel, das macht mich fertig. Okay, dann probieren wir den ganzen Scheiß noch einmal. Also gut.
habe gesehen, da hinten. Nee, das war ja die Tür. Doch, komm da also raus. Ich stell mich jetzt mal da drunter, mal gucken, vielleicht sieht er mich. Gut funktioniert, sie konnten das nicht kontrollieren. Nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. Trigger! Trigger! Vielleicht soll ich jetzt rausgehen. I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Let me sell you the Scheiß Öffnung. Fuck. Fuck, Alter. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Wenn ich jetzt wieder in dem Ding drinne wäre. Oder kümmert mir das nur so vor. Was geht da? Okay. Nichts zum Killen, tut mir leid. Ist dicht. Ich bewege mich mal ganz langsam weiter. Ist er nicht hier? Der Kerl ist schon wieder hinüber. Da ist nichts. Nee. Da ist gar nichts. Da ist dicht. Da komme ich nicht durch. Aufzug.
Oh, komm ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Hier weitergehen. Oh, buddy. What are you trying to do? I give you a chance. You know. Well, jetzt kommt das Arschloch an. Weg. Fuck, 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 fuck. Ich gehe mal davon aus, dass ich durch die Tür sowieso nicht durchgucke. Da steht er. Da läuft er. Fuck, ey! Where are the sharks? I've been chumming the water. Du musst jetzt hier gleich auftauchen. Ich will jetzt wissen, ob die Dinge sauber ist, ne? Also anscheinend ist er wieder weg. Wäre zu schön gewesen. Ah, der Stern. Okay, also ich bin jetzt hier erstmal unten drunter und warte mal was ab, was hier abgeht. Also hier sind lauter kaputt, sehe ich gerade. Also von da kommt da keiner. Aber ich höre ganz genau. Wir warten jetzt hier mal, vorsichtshalber. Also ich sehe ihn aber auch nicht. Also von Docken dann nicht. Also wenn ich wüsste, wo der Arsch ist, ne, würde ich ja rausgehen, aber irgendwie. Guck dir mal euch die Finger an, ey. Boah, da siehst du die Knochen, ey. Das ist echt übel, ey. Jetzt gucken wir uns mal um kurz. Wir machen hier mal einen auf ganz ruhig. Da ist eine Tür. Zu. Ja.
Ich guck mal da nicht drin. Die Jungs müssen hier auch machen, die Kamera ummachen. Hier gibt's immer gar nichts zu sehen. Keine Batterie, kein gar nichts. Auf dem Boden ist auch nirgendwo was. In dem Kistbett auch nicht. Faktisch, ich muss da raus. Zum Schieben. Mann! Bin ich denn jetzt schon wieder? Das ist der Weg, wo dann dahinter geht. Okay. Oh, Mari. Vielleicht läuft der da vorbei. Dann schleichen wir uns einfach dran vorbei. Bloß in Ruhe! So, jetzt bleibt man mal ganz ruhig. Vielleicht können wir da irgendwie durch den Spalt durchgucken. Genau, das ist doch mal was. Das haben wir wenigstens mal was, aber ich glaube nicht, dass der jetzt
ausgerechnet hier auf das Scheißhaus guckt. Aber ich traue der Sache nicht. Aber sowas von überhaupt nicht. Ernst, oder? Hau bloß ab, du Affe! Machine! Let me sell you the dream! Aren't you a slipper? All die Schnauze und lauf! Ja, super. Oh, Alter! Somebody has to win and somebody has to lose here. I don't make the rules. Okay, hier habe ich wenigstens ein kleines Sichtfenster, wo ich vielleicht eventuell was sehen könnte. Boah, Alter, ey, mir wird echt schlecht, ey. Das ist ja übelste Sonne, ey. Also, er läuft noch rum. Buddy! Ey, das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Geh du in dem Scheißhaus nach, du dumme Sau! Ich glaub's hier nicht! Hey. Jetzt bin ich ja schon wieder dort. Spielt! Da ist wieder eine Tür. Ich weiß nicht, ob das jetzt die war, wo wir schon mal drin waren. Fuck, 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 fuck!
doch wohl jetzt hier reinkommen wollen. Der wird doch wohl nicht hier reinkommen wollen. Anscheinend nicht. Das ist schon mal sehr gut. Fuck, wie zum Geil komme ich hier raus, verflucht? Hold up there, buddy. I'll be right with you. Lauf, du Arsch! Scheiße, Mann! Der da hinten draus ist. Dass ich an dem Sack vorbeikomme. Der Scheiß aus. Vielleicht habe ich bei dir mehr Glück. Leck mich am Arsch. Mach bitte nicht diese Tür auf. Meine Fresse. Wenn der jetzt wieder danach guckt. Endlich ab, du Sack! Ich trau dem sowas von überhaupt nicht. Wenn ich jetzt wieder die Tür aufmache, dann steht er bestimmt vorne drin, die dumme Sau. Eine Spalt durch. Aber der Sack ist mit Sicherheit immer noch da. Nicht, wenn ich so wenig rede, aber ich muss aufhören.
ist nur, warum haut der nicht ab, der blöde Sack? Wenn er da jetzt vielleicht irgendwo vorbeiläuft. Aber im Moment höre ich auch keine Schritte. Oder die Schere. Also wieder die Schere. Also ich denke mal, der möchte jetzt hier seine Runde in dem Ding. Ich glaube, der ist jetzt bei mir ziemlich in der Nähe. Ja, ich muss mal kurze Pause machen, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da, entschuldigt die kurze Pause, aber ich wurde gerade gestört. Jetzt geklingelt, also, ja, wir sitzen jetzt hier auf dem Scheißhaus, wie immer. Und dieser Penner läuft da draußen rum. Jetzt sind wir mal kurz ganz leise und hören mal, vielleicht gehen die Schritte weg. Im Moment steht er ja direkt vorne drohen, denke ich mal. Sag mal wieder die Schere gehört. Immer so, vielleicht geht's dann besser. Jetzt warten wir mal hier drin, mal gucken, vielleicht läuft er hier dran vorbei. Das ist vielleicht gar keine blöde Idee. Ich höre die Schritte, er kommt näher. Die Schere habe ich auch gehört. Die Frage ist nur, wo muss ich hin? Ich glaube, der läuft den Gang hier gar nicht mehr entlang, wenn du mich fragst. Jetzt kommt er näher. Aha. Jetzt ist er ganz nah. Gehen. Wir versuchen jetzt mal rauszukommen. Bin ich jetzt ein Stückchen weitergekommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber egal. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Also das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Irgendwas hat da gerade geblinkt. Okay, also pass auf hier rum. Ich spring jetzt mal hier runter. Ich bin auf dem Klo. Wieso bin ich jetzt wieder auf dem Klo? Verdammt,
wollte ich doch gar nicht hin. Mal kurz umgucken, vielleicht liegen hier irgendwo Batterien rum. Ich hab gerade wirklich was Blink gesehen. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ein Bericht. Ja, dann lesen wir doch gleich mal. Okay, David Annapurna. Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach zwei Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. Zwei Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage hier, wo zum Geier bin ich jetzt? Das ist jetzt die Frage. Hä? War ich da nicht schon? Das ist ein sehr seltsames Spiel. Aber da ich hier jetzt Zeit habe, werde ich mich hier jetzt erst einmal umschauen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch Batterien oder irgendwas. Aber ich müsste mich schon schwer täuschen, aber ich glaube, hier war ich noch nicht. Kurz da gucken. Also ich habe 8 Batterien, das ist ja schon mal sehr viel wert. Ja, ich bin definitiv woanders da. Ich weiß nur nicht wo. Da ist nix. Ich habe jetzt den Schlüssel für den Aufzug, das ist sehr gut. Der geht jetzt hinten aufs Scheißhaus.
Das kann doch wohl jetzt nicht angehen, oder? Das ist ja jetzt wohl echt nicht euer Ernst. Jetzt, wo ich den Scheißschlüssel hab. Ich hoffe wenigstens, dass ich jetzt an dem Ding bin. Irgendwie in das Ding da rein. Da oben. Fuck, Mann! Oh, meine Nerven. Ich glaube, ich habe den Schlüssel immer noch. Oh, sorry, wenn ich als... Wenn es immer so Action gibt, wenn ich rede, aber ey, ich stehe total unter Strom, sorry. Also faktisch bin ich jetzt wieder in diesem Ding, wo dieser Aufzug ist. Jetzt muss ich diesen scheiß Aufzug eigentlich nur noch finden. Und zwar muss ich, glaube ich, da hinten rüber. Ich höre die Messer. Ich sehe aber nicht. Fuck. Ich weiß, wo der Penner ist, ne? Wieder der hin raus, das ist definitiv. Ich glaube, ich muss dann nach links. Schnell dezent um. Ich glaube, ich muss wieder durch das Ding da oben durch. Müssen wir ja in diesen blöden Aufzug kommen. Obwohl ich dazu sagen muss, der war doch eher da unten. Jetzt bin ich wieder da im Klo. Auf doch! Oh Mann, ey.
Ganz ruhig. Entschuldigung, der Bette nach der Drecksack. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Daneben. Doktor, der geht mir auf den Sack. Sicher. Ich muss nur noch diesen Scheiß. Dieser Scheiß Aufzug. Wo war der, verdammt? Wo war dieser Drecksaufzug? Ich muss alles systematisch ablaufen. Das müssen wir machen. Ich glaube, er kommt. Fuck. Wo war dieser Aufzug? Aufzug. Der war doch hier irgendwo. Fuck, ey. Ist das Klo? Okay, Moment, wir gehen gerade alles durch. Thank you.
irgendwo hier hinten drin gewesen sein. Ich gar nicht hin wollte. Das ist ja wieder alles dasselbe Scheiß. Das ist es ja gerade. Wo ist dieser blöde Aufzug, verdammt? Bin ich blöd oder was? Ich muss doch nur noch diesen schwulen Aufzug finden. Was geht da? Scheißhaus. Was gibt's da? Was gibt's da? Wo ist das auf der verdammt? Das heißt für mich, ich kann mich hier also in Ruhe umsehen. Sehe ich das richtig? Da ist noch eine Tür. Wo ist das Scheißhaus wieder? Dieser blöde Aufzug. Wo ist dieser Aufzug? Endlich, ey. Meine Fresse, ey. Halt die Schnauze. Also im Moment kann ich nichts machen. Oh, ich hoffe, das Arschloch ist jetzt endlich hinüber. Och, du Fresse. Ja, genau. Also,
das ist für uns das Zeichen. Hier bleiben wir stehen und hier machen wir einen Cut rein. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Outlast. Bleibt dran und schaut, wie es weitergeht.